Unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute sprechen wir in der Reihe Kamingespräche mit Herrn Professor Dr. Hans See vom Business Crime Control. Er ist Mitbegründer und Bundesvorsitzender vom Business Crime Control. Herr Professor See, worum handelt es sich bei Ihrem Verband? Worum kümmern Sie sich schwerpunktmäßig? Ja, wir haben eine Überlegung, die darin besteht, dass ja die Bürger- und Menschenrechte eigentlich aus dem Blickwinkel unserer bürgerlichen Gesellschaft nur vom Staat verletzt werden können. Unser Ausgangsgedanke ist der, dass die inzwischen zu gigantischen Mächten herangewachsenen Konzerne genauso die Bürger- und Menschenrechte verletzen können, wie das bei Staaten der Fall ist. Oft sogar die Ursache dafür sind, dass Staaten Bürger- und Menschenrechte verletzen. Von diesem Ansatzpunkt her beobachten wir kritisch die Machtpolitik der Konzerne, deren Politik und vor allem deren Gesetzestreue. Denn wir haben festgestellt, dass in den Chefetagen die Gesetze so gut wie nichts gelten. Die machen sich ihre eigenen oder diktieren auch unseren Parlamenten, was Gesetz ist. Und damit ist natürlich auch das ganze Problem der Wirtschaftskriminalität ein hochproblematisches, weil es nämlich die Frage ist, wie viele von den Dingen, die heute geschehen, müssten eigentlich illegal sein, sind aber deshalb legal, weil sie durch Deregulierung praktisch legalisiert wurden. Das erinnert mich an die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo ja auch gesagt ist, dass die Menschenrechte oder Menschenrechtsadressaten alle Organe der Gesellschaft, nicht nur des Staates sind. Jetzt wüsste ich doch mal, was würden Sie sich vom Gesetzgeber denn wünschen? Was müsste man denn ändern? Was müsste denn unter Strafe gestellt werden? Ja, wenn man da anfängt, fängt man eigentlich einen Schritt zu spät an. Denn wenn die Macht wirklich schon so verteilt ist, dass die Parlamente sich nicht mehr wagen, gegen die großen Konzerne überhaupt irgendetwas zu unternehmen, stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Wir können uns dann wünschen, dass zum Beispiel dies oder jenes strafrechtlich verfolgt wird. Aber ob es durchgesetzt wird und ob sich, wenn es durchgesetzt wird, diese Konzerne überhaupt dran halten, ist ja dann die nächste Frage. Und deswegen sagen wir, die ganze Orientierung auf den Staat, so wichtig sie ist, ist nicht genug. Wir müssen auch einen Großteil der Gesellschaft daraufhin konzentrieren, dass das Hauptgeschehen, das uns beeinträchtigt, das unsere soziale, wirtschaftliche, kulturelle Lage beeinflusst, nicht mehr in den Parlamenten, auch nicht in den Regierungen entschieden wird, sondern in den Chefetagen. Und von denen wissen wir nun, dass die demokratiefreie Zonen sind, in denen nicht abgestimmt wird über das, was die für richtig halten oder für falsch oder für kriminell oder nicht kriminell, sondern dort wird entschieden nach dem Prinzip, was nützt unserem Konzern, was macht ihn reicher, was macht ihn mächtiger, was macht ihn sozusagen zu einer Instanz, die nicht angreifbar ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem die Öffentlichkeit noch zu wenig Aufmerksamkeit schenkt dieser Frage. Und wir versuchen, das eben in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit Transparenz kann man ja manchmal Dinge ausbremsen, manchmal auch Dinge verhindern oder auch in die Richtung ändern. Welche Hebel haben denn mächtige Firmen, um auf moralisch und unzulässige Weise, vielleicht auch auf menschenrechtsgefährdende Weise, auf den Staat Einfluss zu nehmen? Welche Hebel werden denn da gerne benutzt? Der Haupthebel ist Intransparenz. Das heißt also, vieles von dem, was geschieht und was im Namen der Demokratie geschieht, geschieht eigentlich hinter verschlossenen Türen. Da werden Vorabsprachen getroffen, da werden nachher Schauspiele aufgeführt, die als demokratische Prozedur beschrieben werden. In Wirklichkeit sind die Vorentscheidungen alle schon gefallen, bis hin zum Vergaberecht für Großaufträge. Da werden Bewerbungen in die Öffentlichkeit gesetzt, die gar nicht mehr entschieden werden müssen, weil schon feststeht, wer diesen Auftrag bekommt. Und das ist natürlich dann oft auch mit Schmiergeldern verbunden. Wir wissen ja, dass Siemens zum Beispiel 1,2 Milliarden zurückgelegt hatte, schwarze Kasse, Kriegskasse nenne ich das, mit denen man dann die Leute besticht, die Aufträge zu vergeben haben. Und die Öffentlichkeit reagiert auf diese
lumpigen 1,2 Milliarden. Das sind aber eben Peanuts gegen das, was mit diesen 1,2 Milliarden bewegt wird. Das heißt also, hier geht es um hunderte Milliarden, die man mit 1,2 Milliarden sozusagen in die eigene Tasche lenkt. Und das ist der Punkt, Intransparenz, das ist die Hauptwaffe und deswegen fordern ja auch so viele Transparenz. Ich frage mich nur, wie will man diese Transparenz erkämpfen, wenn sich die Öffentlichkeit einreden lässt, das, was sich in Parlamenten oder sonst wo abspielt, sei sozusagen eine Entscheidungsfindung. Sie sagen, dass Private auch auf Gesetze Einfluss nehmen. Gibt es da dokumentierte Beispiele, wo das geschehen ist? Ja, die Öffentlichkeit hat sogar wahrgenommen, dass eben sehr viele Konzerne sich in den Ministerien ihre Gesetze zuschneiden lassen, wie Maßanzüge. Das heißt also, die schicken ihre Experten in die Ministerien und die lassen sich dann sozusagen die Rahmenbedingungen eines Gesetzes diktieren. Und das wird natürlich ein bisschen modifiziert über die Ausschüsse, man muss ja auch Kompromisse machen. Aber jede unangenehme Version eines Gesetzes wird dann mit so und so viel Hintertüren versehen, sodass, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ein Gesetz gebrochen werden muss, der Ausweg schon mit eingebaut ist, wie man da straffrei herauskommt. Sie sehen ja, dass zum Beispiel die Steuerhinterziehungsdebatte da hinauslief, dass man im Grunde den Steuerhinterziehern Straffreiheit gewährt, wenn sie sich frühzeitig selbst anzeigen. Es gibt keinen Bereich in der Kriminalwissenschaft, in der Straffreiheit gegen Selbstanzeige gewährt wird. Das ist also etwas ganz Besonderes, nicht? Und da muss man sagen, das hat mit Verfassung überhaupt nichts mehr zu tun, denn das ist Herrschaft, Willkür, wie wir sie aus der Feudalzeit kennen. Gnaden von oben für die Reichen und die Superreichen und die kleinen Banditen. Jetzt haben sie gerade einen Schwarzfahrer, der mehrfach schwarz gefahren ist, ins Gefängnis gesteckt in Frankfurt. Ja, das Ende der straffreien Selbstanzeige hat ja vor kurzem auch die Deutsche Steuergewerkschaft ebenfalls gefordert. Damit sind Sie ja nicht allein. Nee, was sind denn so Ihre Schwerpunkte zurzeit? Welche Kampagne machen Sie derzeit hauptsächlich, die man vielleicht unterstützen kann? Ja, es gibt natürlich ständig parallel laufende Kampagnen. Das hängt ein bisschen davon ab, an welchen Beispielen wir den Menschen klar machen können, was hier alles schief läuft. Zurzeit befassen wir uns mit dem Problem, das von der Wissenschaft, von der Politik, von den Medien überhaupt nicht behandelt wird, nämlich den Zusammenhang zwischen Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftskrise. Wir haben eine Menge Leute, die befassen sich mit Wirtschaftskrisen, ihren Ursachen und wie man sie bekämpfen kann. Die gucken überhaupt nicht hin, dass es so etwas wie Wirtschaftskriminalität gibt. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die befassen sich mit Wirtschaftskriminalität, die sich überhaupt nicht für die Krise interessieren. Das heißt also, hier haben wir durch Arbeitsteilung, durch Splitting sozusagen eine Trennung zweier hochbrisanter Probleme der Gesellschaft, die nicht zusammengeführt werden, weil wahrscheinlich viele fürchten, dann gibt es eine Explosion. Wenn nämlich sich herumspräche, dass durch Wirtschaftskriminalität diese Krisen ausgelöst werden, mit denen wir es heute zu tun haben, dann würden wahrscheinlich die Leute nicht vor dem Parlament demonstrieren, sondern vor den Banken, vor den Versicherungen, vor den großen Kapitalverwertungsgesellschaften, weil dort nämlich die Probleme entstehen, mit denen wir es zu tun haben. Und die Politik leider segnet das ab, wagt es nicht, sich gegen diese Entwicklungen zu stemmen, wenn es auch jetzt allmählich, das muss man zugeben, einige gibt, die so anfangen, darüber nachzudenken. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Auf welche Art und Weise konnten denn Privatfirmen über vielleicht den Zeitpunkt oder das Ob oder das Wie des Ausbrechens dieser Wirtschafts- oder Finanzkrise mit hineinwirken und was können da für Interessen eine Rolle gespielt haben? Haben diese Privatfirmen nicht selber vielleicht auch viel Geld verloren? Oder gab es da Leute, die Riesengewinne gemacht haben? Ja, also die Geld verleihen, die gewinnen immer. Und das sind die Banken, die großen Versicherungen, die hinter ihnen stehen, die sind immer die Gewinner.